Team 4, das Künstlerinnen-Service. Die Nacht war wieder unerträglich. Ich fürchte mich vor jedem AMS-Termin, egal wie alt ich bin. Egal wie lange ich schon in der Notstandshilfe bin, ich fürchte mich vor jedem Termin. Unausgeschlafen und wieder mit hartem Bauch stehe ich endlich auf. Heute geht es um einen Berichtstermin für das AMS. Team 4, das dem AMS untersteht, will von mir wissen, wie meine berufliche Situation in der nächsten Zeit aussehen wird, ob ich Engagements in Aussicht habe oder Vorsprechen. Mit den monatlichen AMS-Terminen kontrollieren sie uns und erschweren uns zum Beispiel einen Urlaub in Thailand zu buchen oder gar einen zweiten Wohnsitz dort zu beantragen, damit wir uns das ganze Jahr hindurch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen können, wie das wohl so einige Suchende getan haben. Team 4 ist eine Einrichtung, die uns Schauspieler, uns arbeitslose Schauspieler davor schützt, nicht in irgendeine Berufssparte gesteckt zu werden. Ich bin dankbar für diesen Schutz. Doch es gibt Team 4 Berater, die Urteile über uns Langzeitarbeitslose fällen, die verletzen und einem unendlich lange nachwirken. Ich bin genau eine Viertelstunde zu früh. Geh noch schnell auf die Toilette und schau mir danach mit flauem Magengefühl die 9 verschiedenen Maßnahmekurse an, die auf DIN A4 Bögen in einem Regal aufliegen, an. Alle 6 Monate verlangt das AMS von uns, einen Kurs zu besuchen, sonst ist mit Konsequenzen zu rechnen. Das heißt Geldsperre und Rückzahlungen des bereits überwiesenen Leistungsanspruchs. Für uns Schauspieler hat sich Team 4 ganz besondere Kurse überlegt. Castingskurse, Motivationskurse, Synchronsprecherkurse, Sprechkurse, Bewegungskurse, Ich-AG-Kurse, wie bewerbe ich mich richtig Kurse, nie mehr Lampenfieberkurse. Die Trainer sind oft selbst Künstler, die umsatteln mussten und uns auffallend freudig Sprachfehler und andere Handicaps andichten. Um Punkt 14 Uhr kommt meine Beraterin Frau Hammerl aus ihrem Kammerl. Es ist 2x4 Meter groß, beängstigend klein. Frau Holoch, was gibt es Neues in Ihrem Leben? Ein Satz, den ich nicht besonders gerne mag, der aber um vieles angenehmer ist als Ihr legendärer Wahrsagekugelsatz. Frau Holoch, Sie werden noch in der Langzeitarbeitslosigkeit sein, wenn ich in Pension gehen darf. Frau Hammerl, es gibt nicht wirklich Neues, allerdings privat, da purzelt es nur so an Neuigkeiten. Ich erzähle ihr von meinen Lesungen und meinem neuen Programm, das ich mit einem Regisseur gerade zusammenstelle, das mir besonders Freude bereitet, die kleine Komödie von Schnitzler. Frau Holoch, was soll ich in meinen Bericht schreiben? Ich weiß es nicht mehr. Sie sind offenbar die Einzige, die stehen bleibt. Jeder andere bewegt sich, Sie nicht. Frau Holoch, Sie sind seit Jahren in der Notstandshilfe. Ich weiß nicht, wie ich das dem AMS weiterhin erklären soll. Keiner meiner Betreuten hat so einen Lebenslauf wie Sie. Keiner. Und dann mögen Sie unsere wunderbaren Maßnahmekurse nicht. Jeder ihrer Kollegen reißt sich darum, sie nicht. Jeder ist bereit, sich umzuorientieren, sie nicht, Frau Holoch. Allerdings weiß ich nicht, ob es überhaupt noch einen Maßnahmekurs gibt, den Sie nicht schon besucht haben. Frau Holoch, und wenn Sie arbeiten, dann sind das nur Lesungen, das sind keine Engagements. Auch weiß niemand, wo Sie lesen, weil Sie keine Folder verteilen. Sie sind so ganz anders als alle anderen. Und dann schaffen Sie es nicht einmal 3 Tage hintereinander eine Lesung zu verkaufen. Wissen Sie, ich komme aus dem Metier. Ich bin dort zu Hause. Ich habe die Lesungen der Wetscherer verkauft und die hat davon leben können. Sehr gut. Frau Holoch, haben Sie ein Sommerspielengagement? Ich schüttel den Kopf. Es gibt hunderte Sommertheater und auch da bekommen Sie keine Rolle. Ich schüttel erneut den Kopf. Frau Holoch, wie gesagt, ich komme aus dem Metier. Man kann mir nichts vormachen. Wenn Sie nur Lesungen ansteuern,
dann tun Sie es doch richtig. Es kann doch nicht sein, dass Sie nur einmal in einem Monat eine Lesung verkaufen. Die Wetscherer hatte einige Leseengagements im Monat. Nach diesem endlosen Monolog meiner Betreuerin teile ich ihr mit, dass ich nicht die Wetscherer bin, sondern nur die Hohler. Gott sei Dank. Und dass die Wetscherer wohl jemanden hatte, der sie gekonnt vermarktet hatte. Gratulation, Frau Hammann. Vielleicht können auch Sie mir helfen und mich vermarkten. Wollen Sie nicht meine neue Agentin werden, Frau Hammann? Das Burgtheater können wir leider nicht um ein Leseengagement bitten. Die haben ihre eigenen Programme, das habe ich schon probiert. Und für die anderen Theater gilt das Gleiche. Und dass ich von den Seniorenresidenzen, die mich mit Freuden engagieren, nicht reich werden kann, ist klar. Frau Holoch, wenn Sie Ihren Beruf nur als Hobby sehen wollen, dann kann das nicht funktionieren. Sie tun nicht das Richtige. Und außerdem haben Sie keinen Biss. Aha, ich habe keinen Biss, Frau Hammerl. Okay, und was wäre so schlimm daran, wenn ich meinen Beruf zu meinem Hobby machen würde, frage ich in Therapeutenmanie. Frau Hammerl, ich liebe meinen Beruf. Ich will keine Ich-AG gründen und ich will mich nicht umorientieren. Ich bin selbst unglücklich, dass mich zurzeit keiner engagiert. Ihre Aussagen und Ihre Meinungen helfen mir nur überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, es geht mir noch schlechter als zuvor. Wollen Sie, dass ich mich aus dem Fenster stürze? Geht's Ihnen dann besser? Frau Hammerl, schreiben Sie doch bitte in Ihren Bericht, dass ich weiter meine szenischen Lesungen anbiete, neue zusammenstelle und seit kurzem auch die Synchronstimme der Henne Bertha bin, von Tonis Freilandeiern. Beleidigt steht sie auf, öffnet ihre Kammertüre und teilt mir mit, dass sie es nicht nötig hätte, sich so von mir beleidigen zu lassen. Erklärend antworte ich ihr, dass ich sie nicht absichtlich beleidigen wollte, dass sie aber so, wie sie mit mir redet, mich in eine furchtbare psychische Verfassung stürzt. Dass ich selbst nicht weiß, wie ich meine berufliche Situation verbessern könnte, ohne mich umorientieren zu müssen. Und eigentlich meine Arbeitslosensituation doch sehr tapfer trage, denn ich könnte ja auch unter diesen Umständen an schweren Depressionen leiden und mich mit Antidepressiva vollstopfen. Ich höre nur noch, wie sie gekränkt die Türe schließt. Traurig, zu Hause angekommen, öffne ich meinen Postkasten und finde einen Brief vor mit dem Absender Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Sehr geehrte Frau Holoch, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Bewerbung nicht in die engere Wahl gezogen werden konnte. Ich bedanke mich im Namen der MDW herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen für Ihre weiteren beruflichen Pläne alles erdenklich Gute. Mit freundlichen Grüßen. Hammerls legendäre Begrüßungsformel fällt mir ein und hängt lange in mir nach. Frau Holoch, Sie werden noch in der Langzeitarbeitslosigkeit sein, wenn ich in Pension gehen darf.